Ja, einige von euch haben schon gemerkt, ich spiele wieder Fallout 4. Ja, in der Version V7 oder Variante V7 oder wie auch immer. Also Fallout 4 V7. Ich habe diesmal keinen Untertitel, wie ich das bei einigen anderen meiner Vorversionen gemacht habe. Und heute will ich euch auch nur ein paar grundlegende Dinge erklären zu diesem Spiel. Ich habe, wie ihr seht, bin ich gerade in die Mods gegangen. Ich werde nicht viele Mods einsetzen, aber ich habe dieses hier zum Beispiel dabei, eine Waffe, eigentlich ist es ein 50er Kaliber Waffe, Scharfschützengewehr. Und wir sehen hier eine offizielle Fallout 4 Patch. Ich möchte von Anfang an keine Probleme mit Munition haben, deshalb können wir uns sie selber machen. Das sind, meine ich, immer 100er Pakete. Das Building Ground Fix ist für die Burg sehr wichtig und für einige andere Siedlungen später. Das ist mir neu, das kenne ich selber noch nicht. Es stellt wohl, damit können wir wohl zwei Rucksäcke herstellen. Ich meine 45 Pfund und 60 Pfund. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Hier ist noch einmal diese Waffe. Wie gesagt, ein ziemliches Monsterteil eigentlich und sehr gut, was das Scharfschießen angeht. Deswegen habe ich mir die auch. Wir haben sie nicht sofort von Anfang an. Wir müssen sie finden. Ich weiß zwar, wo die Plätze sind. Wir werden aber nicht automatisch dorthin kommen. Wir müssen also einmal eine Quest spielen oder eine Bank finden, eine bestimmte Bank. Ja, dann habe ich Scrap Everything wieder eingesetzt, da ich alle DLCs habe, also Farhaber, Nuka World und die anderen, die dann noch zugehören. Ist das die Ultimate Edition von Scrap Everything? Wird wohl nicht überall 100 Pro funktionieren. Und hier ist nochmal der Kern. Ich weiß nicht, ob ich den zusätzlich brauche. Ich habe ihn trotzdem drin. Ja, und die beiden müssen am Ende stehen. Und das muss immer am Anfang der Liste stehen. Das ist wichtig, sonst funktioniert das nicht richtig. So, alles aktiviert, wie ihr seht. Ja, das war es eigentlich zu den Mods. Genau. So, und damit das nicht so laut ist, schalte ich kurz mal die Musik runter. Weil ich möchte natürlich noch mehr sagen. Gucken, ganz klein bisschen. So, das müsste reichen. Ja, nach einiger Auszeit habe ich mir überlegt, wie es auf meinem Kanal weitergeht. Ich werde, wie ihr seht, wieder Fallout 4 spielen. Das war das, was ich von Anfang an auf meinem Kanal gezeigt habe. Gute 2 Jahre lang. Dann hatte ich die komische Idee, Fallout 76 zu spielen. Na, warum komische Idee? Ich spiele das Fallout 76 gerne. Ich zeige es auch ganz gerne. Ich spiele es ja, wie ihr wisst, auch inzwischen mit Let's Play with Oklamachi oder kurz Oklamachi zusammen im Team. Unterstützt ihn bitte, das wäre mir wichtig. Und natürlich habe ich auch nichts gegen einen Daumen rauf für mich. Ne? Also so, ja. Fallout 76 spiele ich auch im Solo weiter. Ich spiele halt das Team mit Uklamachi weiter. Und ich werde es aber komplett in Videos zeigen. Conan Exiles spiele ich öffentlich nicht mehr. Zum einen ist das ein Spiel, was mich etwas mehr stresst als alle anderen Spiele. Die Fallout 4 Spiele haben zwar einen Baumodus, aber da muss ich nicht jedes einzelne Teil erstmal mühselig Materialien hier und da und dann bearbeiten und dann zusammenfügen und dann nochmal was anderes dazu holen. Nein, das ist mir zu kompliziert. Und ihr wisst, ich bin ein Mensch, der Histaminintoleranz hat. Ich habe starke Allergien.
Und gerade die Histaminintoleranz macht mir an der Nase doch sehr große Probleme, weil ich immer wieder starke Schübe kriege. Wenn ich das dann noch im Stream mache, dann muss ich ständig das Mikro ausmachen, dann vergesse ich das Mikro. Ihr kennt diese Leier. Und aus diesem Grunde werde ich Streams nur dann machen, wenn ich mich absolut perfekt und gesund fühle. Das heißt, es wird nur noch an ganz wenigen Tagen passieren. Ich werde hauptsächlich wieder auf die Videoschiene gehen. Ja, und ich werde auch bei den Videos die Qualität noch mal etwas erhöhen. Ich habe eine neue Grafikkarte mir gegönnt, in eine RTX 2080, also eine von den neueren Modellen von Asus, und habe diese auch hier installiert. Sie läuft recht gut. Außer dass mein Netzteil mir immer meine Sicherung aus der Wohnung raushaut. Ja, gut, keine Ahnung, warum das so ist, aber das liegt wohl eher an den Netzteil, an den Sicherungen als an den oder FI-Schaltern, keine Ahnung. Ist egal, kann man wieder einschalten und dann geht's komischerweise. So. Ja, ich mache die Videos auf 920 mal 1080p. Nee, Quatsch, nix P. Bei 60 FPS, sodass ihr eine schöne und gute Qualität habt. Ich werde sie nicht rendern, aus diesem Grunde. Könnt ihr nämlich auch eine gute Qualität haben, weil das, was ich aufnehme, wird auch übertragen an Video, an YouTube. Und was optimal ist. Ich schneide vielleicht das eine oder andere raus, aber es wird nicht gerendert. Ja, nur geschnitten. So, das heißt, es kann schon mal sein, dass ein harter Schnitt drin ist, mitten im Wort, vielleicht auch mal, ist egal. Das zu den Videos, ja, und zu den Streams. Also, Conan Exiles findet nicht mehr statt, öffentlich. Ich werde es nicht mehr streamen. Ich hoffe, dass ich zu meiner alten ja, Verfassung wiederfinde, die ja eigentlich schon recht gut war in Fallout 4, und dass ich gesund bleibe. Ja, das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Also, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ich, ja. Ihr werdet sehen, was erscheint. Ja, also bis dann. Tschüss.